Bravo. Na, super. Was stellst du dir mit einem Mädchen vor? 69. Ich bin richtig anständig. Echt? Ja. Es gibt keine Schlappen. Warum gibt es keine Nur Frauen, die ihre Sexualität eigenständig ausleben. Manchmal frage ich mich vielleicht, bin ich doch der Auslöser, wenn die Leute mich zum Beispiel bespucken oder so. Bespucken? Ja. Ich bin Giorgio, ich musste eine schöne Frau, hat schon gute Arschen. Ja, und wen bockt das hier Sippe alle? Was fertig machen die? Ich mach euch das fertig. Hey, schön dich zu treffen. Wo gehen denn diese schönen langen Beine heute hin? Deine ganze Ehre, dein das, was du alles hast, ist auf Fisch bestellt. Decken ab von oben bis unten. Nee, geht gar nicht. Check sie mal ab von oben bis unten. Deine Metapunkte. Alle, Fatih! Hallo! Fatih! Was machst du hier lang? Du musst mal wieder auf die Straßen! Bist du Penner geworden oder was? Der Traum. Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Es ist mal Zeit, dass ich wieder auf die Straße komme und ein paar Street-Interviews mache. Ich weiß, ihr habt mich vermisst, ich habe euch auch vermisst. Und es fällt mir sehr schwer, gerade in die Kamera reinzureden, denn ich schäme mich ein bisschen. Okay, ich werde direkt anfangen heute mit ein paar Straßeninterviews. Ich werde natürlich freestylen. Hier haben wir zwei junge Herren, die ihre Schuhe ausgezogen haben und es müffelt bis hierhin. Hallochen. Hallo. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, danke. Ja, wann hast du mich letztes Mal gesehen? Seit einer Woche, ich habe den TikTok gesehen. So früh? Ja. Meinst du, ich soll wieder auf die Straße ein paar Videos drehen? Ja, warum nicht? Früher hast du so viel gemacht, jetzt ich nicht. Soll ich wieder machen? Ja. Dann schrei mal, let's go! Let's go, mach weiter! Woher kommst du? Aus Hochheim. Hochheim? Ja. Hast du einen Popel an der Nase? Nein, ist auch einfach immer so. Ach so, okay. Hast du uns irgendwas Interessantes zu erzählen? Ich muss was sagen. Und zwar, einmal hat mich hier eine Dame angesprochen, meinte, ich soll... Sie gibt mir eine Nummer und danach soll ich einfach da anrufen, dass sie sozusagen die soll Geld bekommen, 50 Euro bekommt sie, wenn sie mehr Leute anwirbt. Und das habe ich gemacht. Ach, was ist das denn? Ach, das kommt jetzt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das eine Organisation, glaube ich, die Kindern hilft oder so. Ja. Ich habe einfach den Termin abgesagt. Bruh. Hast du Freundin? Nein. Hast du mal gehabt? Nein. Was würdest du gerne mit einem Mädchen machen? Ich möchte lernen, Mädchen kennenlernen. Mhm. Ja. Er möchte lernen, Mädchen kennen. Was stellst du dir mit einem Mädchen vor? 69. Diskussion. Walla, Junge, jetzt mach. Was denn los? Bruder, keine Ahnung, ich mach nichts, Bruder. Die nerven mich, Bruder, Walla. Und manchmal frage ich mich, ob die wirklich die Leute, gell, sich nicht selbst verteidigen können, Digga, mit Reden, Bruder. Warum? Ich mach gar nicht, ich hab nur so gemacht, weißt du? Wie hast du gemacht? So. Der hat nur so gemacht. Was ist überhaupt passiert? Ey, ich hoffe, meine Mutter, ey, komm, ey, dreh mal hier um, Walla, jetzt reiß mir aber. Nein. Walla, Digga, warum redet ihr hinter der Kamera? Kommt doch hierher, alle. Kommt doch her, alle. Nein, Walla, fuck mich, ich hab mal, ich mach mich dick aggressiv, Walla. Kommt doch her, alle. Ja, kommt doch hier. Was sagen Sie dazu, Ali? Alles gut. Sag mal, Nikomuk. Kommen Sie aus Frankfurt? Ich bin Frankfurter, ja. Was alle? Wie finden Sie Frankfurt? Super. Wie finden Sie so die Jugend? Super, ist doch Frankfurt. Wir stellen offiziell heute die Frage, wie war Ihr erster Kuss? Hatten wir schon nichts hinter sich, oder? Nee, der sagt, der hat noch nie jemanden geküsst. Noch nie geküsst, hell. Doch. Aber so sieht er nicht aus, ne, der Bud Spencer. Wie war denn Ihr erster Kuss? Erinnern Sie sich überhaupt noch daran? Absolut. Echt? Das war, als wenn es gestern gewesen wäre. Geil. Können Sie uns mehr verraten, wie das war? Kann ich gar nicht mehr sagen. Das war damals halt, man hat diese Geilheit nicht so empfunden, wie man sie später empfinden kann. Ja, wenn man so jung ist, ist das noch nicht so. Aber schön schon, ja. Wo war der erste Kuss? In der Schule, natürlich. In der Schule? In der Schule, ja. Was war das für ein Mädchen? Es war etwas rundlich, aber absolut hübsch, ja. Da war ich 15, ja. Checker vom Necke. Nein, das hat man damals nicht so gesagt.
Bisschen Deutsch. Ja. Wie lange du stehen hier? No respect in Deutsch. Wie viele Stunden hier stehen? 20 Stunden. Er steht 20 Stunden am Tag hier. Ja. Okay, wie viele Euro machen du? 20 Euro. Pro Minute. Wie lange stehst du hier? 4 Stunden, 5 Stunden. Wie viel Kilo wiegt das? 28. 28 Kilo. Alle Maschine, Digga. Der steht hier mit 28 Kilo und macht Geld. Was hältst du von Mickey Maus? Mickey Maus. Vieler Schlag. Was hast du? Sie ist der selbe Arschloch. Warum ist er ein Arschloch? Er bleibt den ganzen Tag hier. Wie ein Dumm. Wie ein was? Ein Dumm. Wie heißt du? Ich bin Giorgio. Giorgio Armani? Ja, Hugo Boss. Mein erster Kuss, der war phänomenal. Phänomenal? Phänomenal, ja. Wie ist Ihr Body Count? Body Count, das heißt? Das ist die heutige Jugendsprache. Wie heißt das? Ich hab nicht mitgezählt. Oh, ja, ja. Oh. Wir sind ja in Frankfurt und nicht in Berlin, oder? Ihr habt schon so dieselbe Größe, ne? Doch, ja, das finde ich gut. Große Frauen sind angenehm. Finde ich immer nett. Ja, ja, ne? Muss ich sagen. Ja, bitte, bitte. Was sagst du? Guten Bett, ne? Nein, jede Größe hat Vor- und Nachteile. Das kann ich auf jeden Fall von dem her. Kann ich sagen. Das ist mein Kollege. Komm mal her, Alter. Jetzt pack mal aus, Alter. Was auspacken? Wie heißen Sie? Ich bin Michael. Michael, darf ich Michi? Ja, klar, natürlich. Okay, ich darf den Michael ja durch. Das Lustigste ist jetzt, Leute. Ihr müsst euch so vorstellen, es kommunizieren jetzt einmal Michael und dann haben wir hier einen Konstabler Wache. Konstabler Wache, ja. Schaut mal, wie cool das ist, lustig, wenn die beiden sich unterhalten. Ja. Was wolltest du ihn fragen, Abdul, ja. Klappstuhl? Hi, wie geht's? Freust du dich, mich wieder hier zu sehen? Ja. Ehrlich? Ja. Du bist TikTokerin, hast du gesagt? Ja. Wie viele Abonnenten hast du? Fast 60.000. Zahl 69 gefällt mir mehr. 69. Kajo! Eigentlich bin ich... Ja. Eigentlich ist er Kajo. Zieh mal mit. Warst du schon mal vergeben? Nee. Noch nie? Nee, keine. Ehrlich nicht? Nee. Hast du schon mal einen Kuss? Nein. Echt nicht? Nee. Okay, wie stellst du dir so deinen ersten Kuss vor mit einem Jungen? Ich glaube, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ist lesbisch. Es soll nicht geplant sein. Das ist voll cringe, wenn der dann so sagt, ja, da und da will ich dich küssen. Du bist aus Frankfurt. Hast du Anzeigen? Ich habe vorhin einen Mann gefragt, ob der mir einen Joint drehen kann. Was hast du? Ich habe vorhin einen Mann gefragt, ob der mir einen Joint drehen kann. Okay. Da haben wir uns da hinten hingesetzt und der hat meine Paper mitgenommen. Und am Ende hat er so komische Mundbewegungen gemacht. So. Wie? Das war einfach so. Das ist krass. Wie hat er gemacht? Oder so. Das ist auch ein bisschen so, ne? Was? Manchmal frage ich mich, vielleicht bin ich doch der Auslöser, wenn die Leute mich zum Beispiel bespucken oder so. Bespucken? Ja. Warum bespucken sie dich? Da hatte ich ein Feuerzeug benutzt die ganze Zeit. Und da meinte der Typ, meinte dann, ich soll bitte damit aufhören. Nee, hör auf. Dann hat er mich so jetzt nicht nachmachen. Und hat mich dann bespuckt. So irgendwie. Ja, warum ich ja nicht komme? Was los, Alter? Ja, habt ihr Frauen am Start? Ja. Ja, wie viele? Ich? Nein, ich habe nicht. Warum? Hast du schon mal eine Frau? Ja. Ja. Und wie war's? War gut. War gut, Kostas war gut. War auf dem Disco. Auf dem Disco? Ja. Beim Tanzen? Ja. Wie hast du getanzt? Ich kann nicht nur einfach. Ich mache afghanische Musik. Nein, danke, nein. Mit mir zusammen, nein, nein, komm. Nein, danke. Komm. So, wie heißen du alle? Ich bin Simon. Hast du schon mal einen Kuss? Leider nicht, nein. Wie stellst du dir den ersten Kuss vor, Simon? Entweder so, ja, so, keine Ahnung, so einfach so den auf, falls ich meine Freundin hab, so. Wo stellst du den Kuss vor? Auf so einer Bank oder so. Okay, ihr sitzt, das ist das Mädchen. Hi. Ja, dann mache ich so Amusi und okay, dann. Okay, und dann zeig mal so. Simon, ich wünsche dir viel Erfolg. Dann willst du sie auch küssen. So ehrlich, soll ich küssen? Ja. Ich bin in Frankfurt. Hast du Frau? Nein. Warum? Ich finde nicht ehrliche Frau. Wie? Will mir nicht. Warum? Keine Ahnung. Noch nie? Noch nie. Nix? Gar nichts. Hast du keine Siki-Siki gemacht? No. Chuk-chuk-chuk habe ich nicht gemacht. Chuk-chuk-chuk. So, guck mal. Ja. In Frankfurt, gell? Ja, was ist in Frankfurt? Sind auch viele Kachbars unterwegs, oder? Was? Also Schlappen. Es gibt keine Schlappen. Warum gibt es keine Schlappen? Nur Frauen, die ihre Sexualität nicht eigenständig im Griff haben, oder was? Ausleben. Aua, was quatschst du in der Ecke, Alter? Nein, es gibt nur Frauen, die ihre Sexualität ausleben. Ja, okay, dann geht's für mich. So. Michael? Ich muss leider weiter. Halt deine
Nervenschub. Halt's Maul, Alter, Junge. Ey, ich schaff meine Mutter, die geil, die bringt mich aggressiv heute. Ja, dieser billige Muck, der fährt ja Pack, Alter. Was los, Alter? Ah, ja, ja, jetzt weiß ich's, ja. Machen Sie mal einen letzten Anmachspruch an die Frauen. Nein, warum? So, als Gag. Ich will sie doch gar nicht anmachen. Nein, in die Kamera, meine ich. In die Kamera, ja? Was trinken denn die Großen heute? Noch einen. Noch einen, ja? Ja? Weißt du, die besten Hits kommen immer am Ende, weil die Großen dürfen länger aufbleiben. Hm? Hey, schön dich zu treffen. Wo gehen denn diese schönen langen Beine heute hin? Ich bin Giorgio, ich möchte eine schöne Frau. Wille hat schon gute Arschen, bitte. Okay. Und dann Wille eine Schluck. Okay, Giorgio, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao. Hey, komm her jetzt. Habt ihr mit seinen Ex-Freunden ins Video rein? Fängst du schon wieder an oder was? Walla, fängst du schon wieder an oder was? Nein, aber warum fängst du wieder an? Du, sag mal ganz leise hier alle. Ich bin richtig anständig. Echt? Ja. Warum hast du dann 66 Follower auf TikTok? Ich weiß nicht, Leute mögen mich. Für was bist du bekannt? Du musst doch irgendwas machen. Nee. Zum Beispiel, ich gehe raus, ich mache Interviews und so. Was machst du? Ja, gar nichts. Ich mache einfach irgendwelche Lieder nehmen und dann fertig. Oder so Vlogs. Was für Vlogs? Nee, nicht Vlogs, Hauls. Weißt du, wenn man was kauft und dann einfach so ein Video zeigen. Wallah, wir machen zusammen Afghani, komm. Nein, ich tanze auch. Was ist das? Kurdisch. Wie tanzen Afghan? Gleich, wieso? Ein bisschen Hände hoch. Wie viele Frauen hast du drüben? Wo? Afghanistan? Nix. Und du? Nein. Keine? Nein. Let's go, mach weiter Videos. Okay. Ja. Dann kommen Sie doch mal bitte mit. Hast du Beweise? Was? Ja, hab ich. Was meinst du mit Ex-Freundin? Deine Ex-Freundin ist ja ab, wenn mit der wieder zusammenkommt. Nein, niemals. Guck, das ist doch deine Ex. Er hat sich verraten gerade, auch Video. Bist du nicht dein Ex-Freund? Nein, bist du nicht, oder? Okay. Ja, also, Digga. Ja, gesagt. Was ja? Hattet ihr mal was? Nein. Guck, er muss lachen. Ich wollte was haben, aber hat es leider nicht geklappt. Nein, jetzt. Seid ihr vergeben? Nein. Wie groß bist du? Eigentlich bin ich 1,94, aber mit den Schuhen bin ich 2 Meter. Seid ihr schwul? Ich bin ich. Und ich bin ich. Und du? Ja, ich bin bisexuell. Und auf was für Jungs stehst du? Digga, ich... Vor Spiegel, auf mich selbst, schmeckt sehr gut. Was hast du gerade gesagt? Mit Gefühle. Gefühle? Ah, extra Gefühle. Wo gibt's mein Mikrofon? Woher kommst du? Ich komme aus Afghanistan. Bist du aus Afghanistan jetzt hergekommen? Ja. Wie war deine erste? Ja, ich habe es gemacht. Erstmal mit normalen Küssen. Normale Küssen? Die normale Küssen. Dann wolltest du so sagen. Was muss man nicht? Was? Ich kann nicht schwimmen. So einmal sagst du mir, um was es geht. Weil ich wer redet über dich jetzt? Wer redet über dich jetzt? Wer redet über dich jetzt? Ich bin ein erstes Gebuch, um was es geht. Was? Du kriegst 3 Anrufe auf einmal. Ja, was? Junge, ihr seid alle hinterhältig, was? Aber guck mal, hat die irgendwas gemacht? Was? Ja, Anna, Haue! Ich dreh gleich wirklich durch. Weil das ist ein Junkie. Ja, und wen bockt das hier Sippe, alle? Ja, weil du andere Leute fertig machst, die nicht. Was fertig machen, Digga? Ich mach euch gleich fertig. Aber für ihr macht mich aggressiv, was seht ihr? Ihr seid alle. Für was? Komm mal runter vor euch. Oh, du Junge, jetzt alle. Was hast du gehört? Hast du auch Mutter gehört gerade? Die haben deine Mutter beleidigt. Oder? Wer? Wer? Abdul, sein Genitalbereich ist sehr klein. So. Na, du Ey, der Schwul! Der wollte mich angehen, der wollte mich essen, Digga. Der wollte mich essen. Nein, Abdul, ich will nicht dein Abendessen. Bitte nicht.